Dies ist mein Buch und ich schreibe es eigenhändig. Es ist das Jahr des Herrn 1831 und ich bin 15 geworden und sitze an meinem Fenster und kann viele Dinge sehen. Ich kann Vögel sehen, die den Himmel mit ihren Schreien füllen. Ich kann die Bäume sehen und die Blätter. Und jedes Blatt hat Adern, die über seine Oberfläche laufen. Und die Rinde jedes Baumes hat Risse. Ich bin nicht sehr groß und mein Haar hat die Farbe von Milch. Mein Name ist Mary und ich habe gelernt, ihn zu buchstabieren. Willkommen zu einer kleinen Rezension von mir und diesmal soll es um dieses Buch hier gehen. Die Farbe von Milch von Nell Leeschen. Das Ganze ist erschienen im Eisele Verlag, kostet als Hardcover-Ausgabe 18 Euro und hat insgesamt 207 Seiten. Und oh mein Gott, als ich jetzt euch gerade den Anfang vorlas, hat es mich nochmal total berührt. Wenn ich jetzt noch gerade frisch von heute Morgen das Ende in meinem Kopf habe und ja, mir die Bedeutung dessen, was sie dort schreibt, eigentlich klar wird. Und es hat mich jetzt noch einmal berührt. Wie gesagt, ich habe dieses Buch ganz, ganz frisch ausgelesen und es hat mich wirklich bewegt. Das ist ein Fünf-Sterne-Buch für mich, weil es mich so sehr überrascht hat, weil es ja durch seine Sprache und seinen Stil besticht und vor allem durch seine Protagonistin. In diesem Buch geht es um Mary. Und Mary wächst als jüngste von vier Töchtern auf einem Bauernhof auf. Ihr Vater ist ja ziemlich aggressiv, aber sie hat sich mehr oder minder wie ihre Geschwister auch daran gewöhnt und versucht einfach so weit ihre Arbeiten zu tätigen. Der Vater ist natürlich sauer, dass er nie einen Sohn hatte und die ja, Mutter ihnen nur Mädchen gebar und so nimmt er seine Mädchen natürlich sehr, sehr hart ran. Sie müssen früh, wenn es hell wird, aufstehen und dürfen erst schlafen gehen, ja, wenn alle Arbeiten erledigt sind und es zu dunkel ist zum Arbeiten. So geht es Tag ein, Tag aus. Man merkt, die Geschwister haben natürlich ihre Spirenzchen, halten aber im Großen und Ganzen ja auch zusammen. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Szene, wie sie zusammen auf dem Hügel stehen und den Sonnenaufgang beobachten. Da sieht man noch einmal diesen besonderen Zusammenhalt der Geschwister. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene, die mich auch sehr berührt hat. Und eines Tages eröffnet der Vater Mary, dass sie alles verlassen muss, was sie liebt, besonders ihren Großvater, der im Apfelzimmer wohnt, um den sich eigentlich niemand kümmert und den man dort zum Sterben zurückgelassen hat. Nur sie hat eben eine besondere Verbindung zu ihm und sie soll das alles zurücklassen, denn der Pfarrer bezahlt dafür, dass sie in sein Haus kommt und ja, sich um seine kranke Frau kümmert. Und so muss sie alles verlassen, bekommt dafür natürlich kein Geld, nur Kost und Logis. Alles Geld streicht der Vater ein und der Pfarrer nimmt sie quasi in seine Dienste. Und gerade als Mary sich alles an alles gewöhnt, verstirbt die Frau und der Sohn des Pfarrers zieht weg an die Uni und ja, sie ist plötzlich ganz alleine mit ihm. Das Ganze spielt im Jahr 1830 bis 1831 und ja, Mary erzählt uns ihre Geschichte und zwar, wie es sein muss von Anfang an. Mary ist ein einfaches Mädchen, kommt aus bäuerlichen Verhältnissen, kann weder lesen noch schreiben. Die Uhrzeit ist ihr nicht sehr wichtig. Was sie allerdings ist ehrlich. Sie ist keine Lügnerin. Sie sagt einmal, dass sie es, glaube ich, auch gar nicht schafft, quasi eine Lüge über ihre Lippen zu lassen. Sie ist sehr direkt und sehr scharfzüngig, denn sie erkennt ja trotz ihrer geringen bis gar keinen Bildung quasi, ja, was so vor sich geht. Sie erkennt diese Grundzüge, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie weiß auf der einen Seite, wo ihr Platz im Leben und in der Gesellschaft ist, auf der anderen Seite, wenn sie etwas wissen will, dann fragt sie und wenn ihr etwas auffällt, dann sagt sie es. Sie nimmt eben, wie gesagt, kein Blatt vor den Mund, was natürlich auf der einen Seite ja aneckt, auf der anderen Seite natürlich sie sehr, sehr sympathisch macht, auch den Protagonisten in diesem Buch. Und ja, so kommt sie sehr, sehr weit. So spielt sie sich auch in die Herzen der Frau des Pfarrers und des Pfarrers selbst. Erlangt durch ihn, also den Pfarrer, auch ja, ihren Bildungsgrad und später schreibt sie eben diese Geschichte auf. Das Ganze ist untergliedert in ja, verschiedene Kapitel, die die vier Jahreszeiten widerspiegeln, beginnen beim Frühling über den Herbst und den Winter und wieder zum Frühling zurück. Und in diesem Jahr passiert Mary so, so viel und sie versucht es uns darzustellen. Und die Autorin Nell Leeschen, ich hoffe, man spricht sie auch so aus, oder Leeschen, ich weiß es nicht so genau. Ja, das ist so krass, wie
sie das ganze Buch über aus der Sicht von Mary erzählt. Und Mary ist hier die Protagonistin, die das alles aus der Ich-Perspektive erzählt. Und sie erzählt das tatsächlich mit einfachen und klaren Worten. Und das habe ich in einem Buch selten erlebt. Und man spürt richtig, das hier ist die Protagonistin. Das ist nicht eine Autorin, die irgendwie versucht, einen ja, kindlichen Protagonisten einzuführen, einen unschuldigen Protagonisten einzuführen. Und dann aber dann trotzdem so schreibt wie ein Erwachsener. Nein, Mary schreibt tatsächlich so, da Lation schreibt dann so, ja, als wäre sie Mary. Und alles, wir betrachten alles aus Marys Augen und gesehen auch diese gewisse Klarheit, die sie hat, den Dingen gegenüber, diese Patzigkeit den Menschen gegenüber, ja, eben ihre freche und erfrischende Art. Ja, sich nichts bieten zu lassen. Und sie kann sehr wohl differenzieren, was ist falsch und was ist richtig. Und ihr Gefahr erfahren, sie erfährt sehr, sehr viel Ungerechtigkeit in diesem Buch. Und ja, sie kann zu großen Teilen damit leben, aber dann wird der Druck in ihrem Inneren dann doch irgendwann zu groß und es platzt quasi aus ihr heraus. Und das ganze Buch ist eher ein bisschen düster, ein bisschen deprimierend. Sie beschreibt sehr, sehr schön all diese Details einer dieser ganzen Szenerie, dieser Bauernhof 1830, das Flackern von Kerzenlicht in einem kargen eingerichteten Raum, wo nur ein Bett steht, was sie sich mit ihrer Schwester teilen muss. Und ja, die Schwester mit ihrer Bibel auf der Brust, die sie gar nicht lesen kann, aber die ihr auch irgendwo Halt gibt. Und ja, wie sie eines Tages den Pfarrerssohn mit ihrer Schwester im Heu erwischt und all diese Klarheiten oder wie sich das Fell der Kuh angefühlt hat, wenn sie melkt morgens, wenn es draußen kalt ist und das Fell der Kuh ist aber noch warm und sie lehnt sich daran an, damit sie nicht so sehr friert, während sie melkt. Und ja, all diese Kleinigkeiten und das macht dieses Buch so, so schön und es ist nicht sehr lang und ich wollte einfach nicht aufhören zu lesen und das ist eigentlich das, was mir sehr, sehr selten passiert. Ja, auch wenn ich dann abends schlafen wollte, um am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen, ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Ich wollte immer weiterlesen, immer weiterlesen, immer weiterlesen, Mary verfolgen. Was will sie mir denn jetzt sagen? Was will sie mir erzählen? Was ist diesem Mädchen passiert? Sag mir das doch mal bitte einer und deswegen, das wollte ich wissen und das will man als Leser erfahren und Mary wiederholt sich oft dann in ihrem, was sie sagt, gerade mein Haar hat die Farbe von mir, wir haben 1831. Ich schreibe das alles wirklich selbst und meine Hand tut weh vom Schreiben und ich bin es nicht gewohnt zu schreiben. Aber das ist das, was es ausmacht, diese Sympathie, dass sie uns immer wieder zurückholt und sagt, hey, ich erzähle euch diese Geschichte, bleibt dran. Ich komm schon zu meinem Punkt, aber ich muss die Geschichte von Anfang an erzählen und ich muss die Details erzählen und es tut mir leid, aber bleibt bitte dran. Und ach, das ist ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Es hat mich berührt. Es hat mich überzeugt und ich bin sehr, sehr froh, es gelesen zu haben und eingeschoben zu haben. Und dann hat es mich doch völlig umgehauen. Und ich lege es euch wärmstens ans Herz. Ich denke persönlich, dass Die Farbe von Milch ein Buch ist, von dem jeder mal gehört haben sollte und dass man auch unbedingt lesen sollte. Ja, das war meine kleine Rezension dazu. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bin nicht zu abschweifig geworden. Habt ihr dieses Buch auch schon gelesen und empfindet ihr so wie ich? Oder wollt ihr mir sonst etwas sagen? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.